So, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir wollen heute ein bisschen Trading machen und da haben wir uns wie immer links den MetaTrader 5 zurechtgelegt mit Next Level Version 1.0. Hier haben wir gerade den Fund Cut, den habe ich nämlich eben getradet. Können wir gerade mal was gucken, was ich euch zeige. Als allererstes mal, fallen so direkt geht's hier los. Hier wird nicht erst noch so la 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 und oh, habt ihr einen schönen Trading-Tag gehabt und bla 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 und geht's euch gut und bla bla bla. Den ganzen Quatsch, den können wir alle in Telegram machen und hier gibt's. Auf die Fresse hier, auf die Fresse. Und zwar sehen wir hier, ja, wir hatten hier einen Vierer-Ausschlag. Wir hatten hier eine schöne rote, oder eine blaue Kerze. Ich bin schon ganz Banane. Und wir haben hier einen Minus-Sell. Das heißt quasi, der CS-Wert zeigt schon unten. Ja. Und da habe ich den auch hier getradet, hier die Kerze. Ja. Wir hatten da einen kleinen Sprung in der Schüssel. Aber den, das ist nicht schlimm. Hier gucken wir gerade mal Fund-Out. Wir geben mal ein PA. Ja, ist okay, kann man mit leben. Muss aber natürlich heiß wie Frittenfett sein. Ne? Also wir haben hier bis minus 4,1 in dem Fall, weil wir hier nach unten laufen. Ja? Und 2 Minuten stellen wir uns dann ein. Ja? Das heißt, wir drehen von 32 bis 34 auf. Ja? Solange hier die Pfeile oder der Pfeil da ist. Und wir bleiben hier. Man sollte vielleicht auch mal die Leertaste drücken. Da haben wir bei 3 haben wir die 97. Das klingt doch eigentlich ganz lecker. Vielleicht zieht er noch bis zum Pivo. Das wissen wir nicht, aber wir gehen trotzdem mal rein. Und zur Not nehmen wir einfach die erste Erhöhung. Und wir wissen ja, wir sind gewappnet für die Trades 1, 2 und 3. Ja. Das ist unser Ziel, damit den Gewinn zu erzielen. So, ich mache mal gerade weiter im Flow. Ja. Moment, wir rechnen uns das gerade erstmal nebenbei aus. Ich habe hier, das habt ihr ja auch. Auch überall, eins nach dem anderen. Wir haben hier eine Rendite von 74. 940. So, zur Not. 940. So, wir haben hier eingestellt für unsere Trades. Ja, haben wir, hier in der Signaleinstellung 1 haben wir nur den Maximalausschlag. Ja. Also wenn hier 4 Dots sind, ist jetzt hier in dem Asset kam es jetzt nicht vor. Ja. Aber zum Beispiel hier. Ne, hier seht ihr, hier hatten wir die 4 Dots, hatten auch ein Minus. Ja, das heißt, da, der CS-Wert hat nach unten gezeigt in unsere Trade-Richtung und haben auch schön direkt gewonnen. Genauso wie auch im Fund Cut hier. Ja. Hier hatten wir auch nämlich die 4 und in Trade-Richtung und wunderschön. Und wir sind jetzt hier im Trade drin im Fund Out. Ja, da gehen wir noch hin. Den müssten wir eigentlich gewonnen haben, oder? Guckt, seht ihr, der ist nicht bis zum Pivo gelaufen, wenn es hier unten ist. Ja. Aber ja, das ist noch nicht durch. Aber eigentlich schon, ja. Aber gut. Na, hier haben wir den CS-Wert den Gegenrichtung zwar läuft, also sprich, wir drehen hier nach oben, haben hier einen Minuswert, aber der ist klein, der ist 2,3. Ja. Wir haben hier eingestellt bis 4,1. Und hier haben wir jetzt einen Dreierausschlag. Hier haben wir den Ausschlag 1, 2, 4. Ja. Den haben wir über die Signaleinstellung 2 uns geholt. Da habe ich eingestellt 3 von 4. Ja. Dadurch könnt ihr euch schöne, viele Trades auch erzeugen. Auch mit hohen Trefferwahrscheinlichkeiten aufgrund der Situation. Es muss nicht immer sein wie hier. Hier muss ja sein 1 plus 1. Also entweder 1 oder 1 plus 2. Oder 1 plus 2 plus 3. Oder 1 plus 2 plus 4. Ne? Hier kann auch sein 1 plus 2 plus 4. Oder 1 plus 3 plus 4. Oder 2 plus 3 plus 4. Ne? Hier ist jedes ist nicht gewertet die Reihenfolge, ne? Sondern die sind total unabhängig voneinander. Und da kann man sich auch schöne Signale noch, oder dadurch kann man sich schöne Signale erzeugen. Ja. Und beim CS-Filter haben wir auch den 4-1er-Wert. Wenn ihr tradet, könnt ihr den natürlich noch ein bisschen nach unten justieren. Ich habe den jetzt extra für die Videos nochmal auf 4-1 gestellt. 4-1 ist nochmal mein Setting für den M5er-Bereich. Im 2er-Bereich habe ich den ein bisschen niedriger. 2-1, 3-1, ne? So, ja. Es geht auch 4-1, ne? Aber wie gesagt, man muss sich im Klaren sein, im M2 wird auch manchmal das Signal radikal überrannt. Da ist es besser, eine strengere Filterung zu haben. Für den Fall der Fälle, wenn es mal nämlich nicht läuft. Ja? Weil was bringt euch alles... ne? Ich weiß ja, dass viele Leute viel traden wollen. Ne? Und kann man sich hier noch Signale mit erzeugen. Aber da geht hier bitte ein bisschen runter. Ne?
Natürlich könnt ihr es auch hoch machen, aber wie gesagt, wenn dann mal ein Signal überrannt wird, dann ist wieder, dann ist es nicht schön. Ne? Das wollen wir ja nicht. Ne? Und ja, wie gesagt, ich bin mittlerweile weg vom Prediger, ja, sondern ich bin jetzt nur mehr noch so eine Art Sozialarbeiter. Ne? Und weil ich einfach weiß, es bringt nichts zu sagen, wenn ich sage, hier stellt das hier auf 4 und 2,1, ja? Und hier auf 3 von 4 und auch auf 2,1, da kommen für die meisten Trader zu wenig Signale. Ja? Weil die haben auch meistens nicht den ganzen Tag Zeit, das muss man auch verstehen. Ne? Die können halt nur mal, wenn sie Feierabend haben oder morgens noch vor der Arbeit oder je nachdem, wie sie Schicht arbeiten oder was. Ne? Und da will man ja nicht noch 5 Stunden am Rechner sitzen und nichts machen. Ne? Ist auch irgendwo verständlich. Ne? Aber wie gesagt, je enger ihr euch hiermit einschränkt, ja, desto qualitativ hochwertiger werden die Signale. Eine Garantie gibt es natürlich auch nicht. Ne? Es kann genauso gut auch eins sein, dass hier 2,1 ist und es wird mal überrannt. Genauso gut kann es auch sein, dass ihr hier ein Signal habt mit 6,0, ja, und es geht direkt auf. Ja? Also dessen muss man sich bewusst sein. Es ist immer eine Spekulation auf eine Wahrscheinlichkeit und wir können das nur ein bisschen in unsere Richtung lenken, wie wir es gerne hätten. So, genug Sozialarbeiter. Ne? Hier die Einstellungen bleiben gleich. Wie gesagt, Support Resistance gibt es noch, die sich hier eintragen. Würde ich aber dann auf jeden Fall ein paar rausschmeißen, Timeframes, ja, diese ganzen kleinen oder diese Zwischentimeframes, M10 und sowas, das, oder M2, 1,2 würde ich rausschmeißen. 5, 15, 30 und höher oder so, die wirklich aussagekräftig sind als die kleinen, die jede zweite Kerze sich ändern. Ne? So, hier sehen wir die Statistik. Wie gesagt, hier haben wir 36 Trades aufgenommen und hatten hier im dritten 97. Alles super. Und das wäre auch dann natürlich mit einer Flamme versehen. Ne? Aber wie gesagt, im Signalservice gibt es ja nur noch den Euro-Dollar und den Pfund-Dollar im M2, weil es gab ja keine Nachfrage. Ne? Deswegen holt euch alle am besten das Next-Level-System und dann seid ihr total unabhängig. Da könnt ihr M1, M2. Es wird auch noch M15 Auswertungen demnächst geben, ne? Und könnt euch das alles angucken. Und wie gesagt, je nachdem, wie ihr den Filter stellt, desto der wirkt sich hier oben auch drauf aus. Ne? Also die Filtereinstellungen. Ne? Wenn ihr jetzt hier kein Filter wäre, dann wäre wahrscheinlich hier die Zahl, ich sag jetzt mal 42 oder so, ne? Oder, ne? Weil es werden ja die höheren rausgefiltert. Ihr seht ja nur noch das, was ihr hier auch eingestellt habt, bis zu dem Filter. Ne? Dafür haben wir ja. Wir grenzen uns das so ein, dann wollen wir auch wissen, was ist in der Statistik dort passiert. Und nicht, was ist in der Gesamtstatistik passiert, weil ich grenze das ja hier schon ein, dann will ich hier oben ja auch eingrenzen. Klar. Und ja, im Shop, warte mal, ich wollte euch noch was zeigen. Eine Sekunde, Päuschen. So, hier machen wir Linktree rein. Kommt hier auf den alten Linktree. Nee, das sollte nicht der neue sein. Nee, Moment, Moment, wo geht's denn nicht hier? Moment. Jetzt bin ich verwirrt, ey. So, jetzt sind wir auf dem richtigen. Ich hatte die Umleitung noch nicht auf den Linktree gesetzt, sondern wir hatten hier nur direkt drauf geguckt. Und zwar ein etwas geänderter Linktree. Ja, hier daneben haben wir noch ein paar Symbole jetzt dran. Das ist möglich. Ebenso ist hier YouTube. Hier Kontakt per E-Mail sieht man hier unten immer. Ja. Und Telegram ist hier unten in dieser, ich sag jetzt mal, Social Media Leiste drin enthalten. Hier kommt ihr direkt zum Shop. Hier kommt ihr zu Quotex. Hier kommt ihr auch zu Pocket Option, ist jetzt dabei. Hier nochmal Live Trading mit dem aktualisierten Discord-Link. Und Trading Stuff, da kommt ihr auf die Magenta Cloud und könnt euch dann noch ein paar Sachen runterladen. Hier das Zero One Template, die Dynamisierung oder die Skripte für alles, also Template Load All und Timeframe Load All runterzuladen. Hier haben wir ein Signal bekommen im Outcut, das gucken wir uns mal an. Joa, da müssen wir schnell sein, da müssen wir aber schnell sein. Da geben wir mal einen Cut und haben den Outcut. Ach komm, wir nehmen wir mal mit. Aber da machen wir nicht so viel. So, sind wir rein. Der ist noch bestehen geblieben, das Signal. Wir haben hier auch 3 von 4. Wir haben hier oben das Pivot, hat er angeklatscht, ne? Da seht ihr hier ein Pivot und noch das Today's Open, also das Yesterday's Close, ne? Wir haben hier auch noch den Pfeil und sind jetzt hier im Trade drin. Ich bin mit ein bisschen weniger rein, weil falls wir hier in Erhöhung müssen,
Dann brauchen wir. Was haben wir für Rendite? 67? Ich rechne es gerade neben aus. Ja, da kommen wir nicht so in Diamonds Küche. Ja. 250 für 67. Ja, schauen wir mal nicht, ne? Bleiben wir mal drauf. Ich vergesse es jedes Mal. Ja. Leertaste. Zack. Dann geht hier der Chart Switch nämlich raus. Ja. Und dann kann man da schön drauf bleiben. Ja. Ich bin das von M5 gewohnt, weil das habe ich in der Regel die meiste Zeit offen. Ja. Da kommt ja nicht so hier so. Platt, pam, 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 jetzt hier, was ich, Dollarcard, Outcard, Eurofund, zack, 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 hinterher. Sondern da hast du ja immer ein bisschen in der Regel Zeit, ne? Da ist das ja ein bisschen harmonischer. Und, ja. Jetzt hoffen wir mal. Ah, können die 50 Sekunden. Ich habe ja neben schon ausgerechnet, falls wir erhöhen müssen. Haben wir mal hier ein Auge auf der Zeit, ne? Wenn ihr hier in den Shop wollt, hier könnt ihr auch, wie gesagt, zum anderen Broker noch gehen. Der war ja auch damals, da mal vor Quotex der gefragteste, ne? Wer gerade vormittags traden will, ist vielleicht hier besser aufgehoben, weil einfach die Renditen vor 11 Uhr auch schon höher sind. Ja? Und nicht nur von Euro-Dollar und Pfund-Dollar. Müsst ihr mal selber vergleichen. Könnt euch ja mal hier drüber anmelden. Ihr könnt auch gerne ein neues Konto machen, weil es ist manchmal einfach ein sauberer Break auch. Ne? Wenn man das alte Konto einfach mal, man kann es ja selber löschen, löscht es und zieht ein neues Konto auf. Ja? Quasi ist es genullt, alle vorherigen schlechten Trades sind vergessen. Man startet wieder neu. Kann man hier schön ein neues Konto eröffnen. Der ist im Geld. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren. So, jetzt machen wir mal hier gerade den Alarm aus. Keine Blinks und keine Blonks. Ja. Wollen wir Sound Only anmachen. Macht er dann. Und nein, ich wiederhole es nicht. Und ja, wie gesagt, hier im Online-Shop kommt er direkt auf den Online-Shop. So ein Wunder aber auch. Ja. Wo Online-Shop draufsteht, ist Online-Shop drin. Und dort könnt ihr natürlich das System erstmal auch für 2 Wochen testen. Ihr bekommt es dann natürlich die 30 Euro hierfür angerechnet, wenn ihr eins von den höheren Paketen bucht. Ja. Wer eh schon Kunde ist von Puls, kann 25% einmaligen Rabatt bekommen, ne, auf ein System, was jetzt entweder 6 Monate, 3 Monate oder 12 Monate ist. Ne. Und da kann er den einmalig einsetzen, wie er möchte. Schreibt mich am besten kurz vorher an, dann klären wir das ab. Ja, ich tue euch dann den Rabatt in die Rechnung einpflegen und beziehungsweise Sachen stehen den Gesamtpreis. Wobei man macht, nimmt einfach den Gesamtpreis, teilt es durch, geteilt durch 100 mal 75. Ja. Ich denke mal, die meisten, die kriegen das hin. Ja, und dann könnt ihr loslegen. Updates, da bekommt ihr auch einen Link. Zu einer Online-Speicher auch, ja, zur Cloud, ja, und könnt dann dort in der Cloud euch alles runterladen. Ist eine Videoanleitung für die Installation dabei, es ist eine Videoanleitung für die Anwendung dabei. Ja, ein rundum sorglos Paket halt. Und ja, es gibt dann auch Updates, ja, Updates von den statistischen Daten. Wie gesagt, ich weiß, jetzt kommt zum Beispiel, auf jeden Fall ist dabei der Euro-Singapur-Dollar. Und es ist M15 mit dabei. Aber so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja. Es wird auch hiervon ein Update geben. Das ist hier die Version 1.0. Ja. 1.0. Und da wird es dann auf jeden Fall die 1.1 Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres geben. Mit noch weiteren Optionen. Ja. Also, das ist wirklich. Also da sind noch, es sind noch Ideen auch da. Auch, dass man nur mit einem Chart arbeitet. Der springt da hin und her. Das ist aber noch nicht ganz ausgereift. Wir gucken erstmal, dass wir die Alarmierung hinbekommen mit den Pivot-Linien, dass man die aktivieren kann. Einmal mit in die Filter-Settings, einmal mit separat noch. Und ja, wie gesagt, da ist immer viel zu tun. Ja. Und bin auch froh, dass ich da noch Leute habe, die das auch testen können, weil ich kann das ja gar nicht allein alles mehr managen. Wie soll ich das alles machen, ey? Ich bin keine Tentakel, die. Ne? Man hat ja noch ein Leben auch außerhalb des Computers. Und hier ist so viel Sachen, was noch zu tun ist. Da bin ich froh, dass das wirklich ein kleines Team ist, was dann auch mal die Tests durchführt und dann berichtet. Joa, haben wir getradet, haben wir mal 2 Trades gemacht. Geht gut, ne? Und dann, ja, würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, bis dahin habt ihr auch alle dann das Next Level erworben. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr einfach am besten in der Telegram-Gruppe. Da kommt ihr auch einfach hier auf den Linktree unten in der Beschreibung. Und dann auf das Telegram-Symbol und schon seid ihr
dort und können alle Fragen stellen. Oder per Mail. Ja. Oder unter YouTube-Videos. Gibt viele Möglichkeiten. Oder auf der Seite hier. Und dann gibt es hier unten, wie auf jeder ordentlichen Seite, Kontakt. Und da könnt ihr das Kontaktformular ausfüllen. Bitte aber die richtige E-Mail-Adresse eintragen. Ich hatte jetzt neulich schon gehabt, ich konnte gar nicht antworten, weil E-Mail, da kann man immer zurückblinken. E-Mail-Adresse existiert nicht. Unavailable. Und ja, da kann ich auch nicht antworten. Also, das tut mir dann leid. Ja? Aber da müsst ihr schon die richtige eintragen. Ja? Okay, Doki. Dann, ich wünsche euch was und wir hören voneinander. Ciao, ciao.